Gemeinde. Wir sind hier gerade noch vom Leipziger Hauptbahnhof, vom Promenaden. Und jetzt werden gerade noch die letzten Pulte in die Koffer verpackt. So, das hier ist der Referenzkoffer, ne? Das ist der Referenzkoffer, ja, der ist gewogen. Oh. Wird schon. Das Problem ist, dass wir für diese Konzertreise zusätzlich zu unserem ganzen Kram, CDs, Stative, wie viel Pulte. Schwer? Also dein Kopf meine ich. 20 Kilo. Im Leben nicht. Ein Kilo vielleicht. Jeder eine Flasche Leipziger Allasch mitnehmen musste als Geschenk für die Stadt Leipzig. Und das wiegt halt auch nochmal. Wir starten gleich in Richtung Dublin. Also jetzt erstmal von Leipzig nach Berlin. Dann fliegen wir mit Aer Lingus heute Mittag nach Dublin und freuen uns. Wir parken jetzt das Auto und werden zum Flughafen gebracht und dann fliegen wir nach Dublin. Dublin. Ja, guck mal, da hinten, so parkt man hier Autos. Ich hoffe, wir kriegen unser Auto wieder. Tschüss, Elpu. Wie war der Flug? Hast du gut geschlafen? Ja, ich habe gut geschlafen, deshalb habe ich nichts vom Flug mitbekommen. Wir können auch Wir sind jetzt in Dublin. Das Gepäck ist schon da. Und jetzt geht's los. Paul kommt ganz frisch. Wir schnallen uns gerade an. Es geht los. Wir fahren jetzt zur Residenz des deutschen Botschafters. Zumindest versuchen wir's. Wir sind in Dublin. Ich habe extra eine Liste erstellt. Da steht die Residenz als Adresse drin. Ich würde vielleicht sagen, dass wir alle wissen, wie Dublin wirklich ausgesprochen wird. Nicht, dass irgendjemand denkt, dass wir wirklich denken, dass Dublin Dublin heißt. Und was singen wir da heute? Haben wir auch die? Stücke. Jazz. Hymen. Bach. Hymnen. Genau. Hymen. Deutsch, Irisch, Europa. Weil heute 3. Oktober ist. Und ist hier kein Feiertag. Hier ist kein Feiertag, nee. So, jetzt ist es deutlich straffer. Ja. Beim Besuch in der deutschen Botschaft trägt Sascha Fliege. Sascha, wann hast du das letzte Mal eine Fliege getragen? Speziell also Diese speziell, glaube ich, zu meiner Hochzeit. Für deine hatte ich mir eine andere gekauft, das stimmt. Aber es ist komisch, weil das krumpelt hier immer. Ganz unten? Nee, im Steg. Im Steg. Marc hat das Bild schon ersetzt. Hat übrigens Tui vorgestern erschreckt. Wer ist das? So, wir sind jetzt hier, International Concert Hall in Dublin. Also jeder verkümmelt sich in eine andere Ecke. Wir warten hier, dass wir gleich reingelassen werden. Und ich wollte die Chance nutzen, kurz was dazu erzählen, wie gestern war. Wir waren gestern beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Deutschen Botschaft in Dublin, in der Residence. Es war sehr schön. Es war eine tolle Veranstaltung im Garten. Wir hatten schönes Wetter. Es war zwar sehr windig, aber trotzdem schön. Wir haben dort die Nationalhymnen gesungen, also Deutsch, Irisch und Europa. Die irische auf Gälisch. Das ist eine Sprache, die sehr im Fluss ist und sehr flexibel. Deswegen war unsere Trefferquote hoch. Auf solchen Veranstaltungen ist ein ganz witziges Konsortium an Leuten. Unter anderem Chris de Burgh. Er hat auch mit der Bundeswehrmusikkapelle zusammen noch kurz Lady in Red gegeben. Und wir haben sogar ein Foto mit ihm gemacht. Es kommt hier. Uns hat Chris de Burgh Allasch geholt. Das war ein bisschen verrückt. Und jetzt sind wir hier in der National Concert Hall und haben heute Abend hier einen Workshop mit dem Kinderchor. Und da bin ich mal sehr gespannt. Zumal wir noch gar nicht so lange wissen,
dass wir mit dem Kinderchor überhaupt den Workshop haben und dass wir heute Abend Experten für Fauré-Requiem sein müssen. Das wird. Das ist Musik. Und dann geht's heute Abend mit dem Botschafter in einen Pub. Auch da bin ich sehr gespannt. Das ist richtig gut. Richtig gut. Ja. Kartoffelbrei und Käse. Runter. Ich muss mir gerade noch mal den Namen schreiben. Minute. Guten Tag. Wie wird's? Ja, bestimmt gut. Das ist hier der Kevin Barry Raum. Wir sind gerade kurz davor, die Probe zu beginnen oder das Einsingen, den Soundcheck. Schaffe in mir Wir sind hier in der Winkelgasse, direkt neben The Temple Bar. Und genießen jetzt noch einen Tagesabschluss getränkt. Wie war denn der Tag heute? Der Tag heute war überraschend lang. Zu der Einschätzung kommt man immer mit einem Lunchtime-Konzert. Da ist dann irgendwann gegen um zwei der wichtigste Tagesordnungspunkt, nämlich das Konzert, vorbei. Und der Tag ist trotzdem kaum zur Hälfte geschafft und muss da irgendwie noch rumgebracht werden, obwohl die Energie schon weitgehend abgesackt ist. Das Konzert selbst war aber überzeugend. Deshalb besucht als befürchtet, in einem Raum, der netter klang als gedacht, mehr CDs verkauft, als der Schnitt vorgegeben hätte. Insofern ein erfolgreicher Konzerttag, der anschließend noch mit einer kurzen Probe gekrönt wurde und veredelt durch ein zweistündiges Orga-Meeting, in dem wir trotz ganz zielstrebigen Behandelns der Themen bei weitem noch nicht alles geschafft haben, zu besprechen, was zu besprechen gewesen wäre. Damit gebe ich zurück ins Studio.